Hallo, willkommen bei behindertbarrierefrei.de. Jetzt wird es spannend. Die lang ersehnte Speedboat-Fahrt steht an. Und da haben wir, das fängt hier schon mal richtig geil an. Ich zeige es euch mal. Hier, oh, okay. Jens. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt passet mal auf. Ja, jetzt passet mal auf. Das ist die Konstruktion allein hier. Ist der Hammer. Das ist ein Anschnallgurt. Noch runter. Down. Er steuert das Ganze. Hier aus dem Rollstuhl. Hallo. Das ist Barrierefreiheit. Ja? Das ist barrierefrei hier. Er steuert aus dem Rollstuhl hier den Jens, der jetzt hier gesichert wird. Ja. Sicherheit muss sein, gell Jens, auf jeden Fall, hier ist oder? Alles Sicherheit, sieht man doch, oder? Ja, das ist das vom TÜV abgenommen. Logo. TÜV Nord oder Süd, TÜV Nord, ja? Nord für Geld geht alles. Ah, geil, oder? Und jetzt geht es hier rein in diese fette Maschine hier, in die fette Maschine. Und der steuert es. Okay. Und jetzt. Mal aus, hey. Hammer, Jens, oder? Hammer, oh, hart, hey. Ich hab dir in Deutschland versprochen, wir beide im Speedboot. Ey, ja? Das waren Minimum 180 km/h, du. Das ist ja Wahnsinn. Aber auf die Überholspur, ey. Junge, 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 Jens, das war mega, mega geil. Und das du mit deinem hohen Querschnitt fährst die Kiste mit Handgas oder was? Von mit hinten habe ich es gar nicht gesehen. Das Handgas, hier. Ja? Hier ist das Handgas. Ja. Ja, zum Gas geben und jetzt gleich zum Starten. Okay. Ja. Wow, hammerhart. Das ist auch geil, das geile Ding. Das ist geil, ja. Das ist ein richtig geiles System. Und was wäre der Tag auch? Die sind alle gefahren, der Jens ist gefahren. Mir geht die Pumpe das erste Mal wie Sau. Der Jens ist gefahren wie eine Drecksau, ja. Und jetzt hätten die mich überredet, dass ich hier auch noch fahren soll. Aber was soll's? Das mache ich doch gerne. Weil das kriege ich nie mehr in meinem ganzen Leben, was ich jetzt hier schon mit dir erlebt habe. Und die Krönung wäre, wenn ich das Boot jetzt auch noch kurz steuern könnte. Ja. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Okay. Jetzt geht's los. Leider kann ich nicht filmen und fahren. Bis gleich. So, Jens, ich bin geflasht. Hey. Olli, das geht ab. Hey, ich glaube, an meiner Frisur seht ihr noch, wie schnell wir waren. Hey, das ist ja der Mega-Hammer. Also das ist wieder eine Situation hier in Thailand gewesen, wo ich alles vergessen habe, meine MS. Ich glaube, jedes Handicap kannst du hier vergessen, wenn du in Thailand bist. Aber jetzt ist eine ganz große Frage. Das müssen wir zugänglich machen allen Leuten, wo es schaffe, nach Thailand zu kommen. Wie sieht denn das aus? Jetzt haben natürlich wir die Fahrt gemacht. Ja? Und viele sehen das, Tausende wahrscheinlich wieder, und sagen, das will ich auch machen. Wie sieht das aus, wenn die Leute hier wohnen, bei unserem Kumpel im Hotel? Ist es so, versprechen wir denen, jeder, auf der hier jeden eine Fall. Woche hier mal wohnt, auf jeden Fall. Darf hier wirklich mit dem Speedboot hier im Kanal rumfahren. Kein Problem, der Deng, der jetzt mit dir gefahren ist, ja, ist voll Profi. Ja. Ja, der ist Meister im Speedboot fahren. Okay. Ja, das ist in Thailand ein Traditionssport. Ja, ja, jeder hat so ein Ding in der Garage. Wahnsinn. Ja, hinten drin der Motor. Ja. Ja, das ist ein Toyota Motor. Ja, die tun die Automotors in die kleinen. Wie viel PS keine Ahnung. Weiß nicht, aber der hat ja bestimmt ja, aber 80 PS oder so. Das Boot halt wiegt ja nichts, ne? Das Boot wiegt nichts, das hat natürlich kaum eine Verdrängung. Schlank wie die Sau. Ja. Mir wiegt ja auch nichts, muss man auch dazu sagen. Wir sind ja auch zwei Fliegergewichte. Und wer das machen will, ja, kann kommt das nach machen. Thailand, klar, oder? Logo. Leute, wirklich. Ja, versprochen. Versprochen. Ich habe es nämlich mit dem Jens vorher gesagt, weil wir wollen ja nichts zeigen, was die Leute nicht machen können. Ja? Wir zeigen, was ihr auch machen könnt. Wir nehmen euch mit, nicht nur in die Videos, sondern wir nehmen euch mit hier,
dass ihr das erleben könnt, erleben dürft in Thailand. Jens, erstmal an der Stelle hier vielen Dank. Du hast immer mir gerne. Wirklich einen Traum. Habe ich dir versprochen damals. Ja, ehrlich, ohne wir Scheiß. Haben gesagt, auf wir beide fahren Speedboot. Ja, das haben wir auf der Reha Care und so schon gesprochen, gell? Aber ich habe gedacht, na gut, es wird nicht klappen. Jetzt bin ich hier und das habt ihr mir ermöglicht. Also wirklich da Respekt. Mir geht's gut, ich habe einen Adrenalinschub, hey, es glaubt mir gar niemand. Aber es ist wirklich Emotionen, wo ihr hier weckt. Also, ich glaube, da ist nichts hinzuzufügen. Kommt hier nach Thailand, meldet Steffen euch beim... Steffen Noll, sollen sie sich... Ja, Steffen Noll, wirklich hier auch noch einmal danke an dich, gell, dass du das alles ermöglichst, hier mit deinen Handicap-Reisen. Und Reisen erleben. Reisen erleben und das ist wirklich sprichwörtlich hier. Erleben, ne? Das ist Erleben pur, das ist Leben pur in Thailand. Ich durfte es erleben, dazu ist jetzt nichts mehr zu sagen. Bis bald, euer Olli und Willi und... Jens, tschüss. Ciao, tschüss, wow, ciao.